Herzlich willkommen zum Short Review Podcast mit Sascha. Und es geht heute um die Schattenseiten des Sammelns. Ja, Sammeln ist unsere Leidenschaft, meine Leidenschaft. Und man kann sehr, sehr viel Positives natürlich erzählen. Wir freuen uns über unsere besonderen Stücke, über Interessen, dass man gewisse Gebiete sammelt, über, ja, dass man sie auch stolz zeigt. Ja, und so weiter kann man sagen. Aber alles Sammeln hat ja auch noch eine zweite Seite, die Schattenseite. Also, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und angeregt hat dieses Video der liebe Peter Pitendo. Der YouTuber hat ein Video gemacht, wo er über die Schattenseiten redet. Er hat 7 Punkte aufgelistet über die Schattenseiten des Sammelns. So, und ich habe gedacht, ich mache da auch ein kleines Video. Ja, wollte ich nicht ganz, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich wollte nicht nur vor der Kamera agieren. Ich blende dann lieber jetzt so Bilder ein und rede mit euch. Als erstes seine 7 Punkte auseinandernehmen. Ich sage zu jedem einzelnen Punkt etwas und allgemein meine Gedanken, wie ich die Schattenseiten des Sammelns sehe und erlebe. Fangen wir an. Als ersten Punkt hat der liebe Peter immer suchen. Immer auf der Suche sein. Also immer irgendwie in... Ja, im Browser die Stichworte festgelegt, dass man sofort, wenn man Kleinanzeigen, eBay oder so weiter eingibt, immer sofort seine gesuchten Objekte angezeigt bekommt. Und dass man auch regelmäßig guckt, immer wieder gucken. Und dass man auch überhaupt ständig versucht, diese begehrten Stücke der Sammlung zu finden. Also, dass das eigentlich schon einen starken Einfluss auf den Tagesinhalt haben kann. Wie sehe ich das? Also ich meine, immer suchen, bei mir ist es so eine Laune heraus. Ich meine, klar, es kann einen ein bisschen nerven, wenn man jetzt gewisse Stücke in der Sammlung haben möchte oder sei es nun ein Stück aus der Kindheit oder so. Und man guckt natürlich auch so ein bisschen, also ich bin da nicht so der Kerl, der ständig dieses Suchen muss. Aber es ist durchaus ein wichtiger Punkt. Also da gibt es so vieles. Immer wieder, man möchte die Sammlung ja vollständig haben. Also um gewisse Teile zu finden, ich gebe es ganz ehrlich zu, kann man wirklich oder muss man vielleicht sogar immer wieder auf der Suche sein. Und dass man den Schnapper macht, dass man dieses Teil, vielleicht dieses Zubehörteil wirklich findet. Und das kann man nur, wenn man wirklich immer am Ball bleibt. Also in dem Sinne, ja, es ist ein Punkt, der doch einen doch ziemlich auch frustrieren kann, dass man das vielleicht nicht findet. Oder man findet es nur in einem anderen Land, dann ist Zoll und Kost. Ich kann sagen, nehme ich meine Transformers-Sammlung und ich suche jetzt, habe jetzt Figuren, da fehlen mir noch einzelne Waffen, die ich hier vielleicht nicht kriege, aber in Amerika und ich sehe eine Anzeige, 3 Euro für diese Waffe, die mir fehlt, aber mit Zoll nicht im Sinne, das wird dann draufgerechnet, zahle ich und Versand, bin ich bei 30 Euro für diese 3 Dollar oder 3 Euro Waffe. Das ist natürlich etwas, was ein bisschen demotivieren kann, ein bisschen auch frustrieren. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Punkt. Also, wenn man diese Sachen immer sucht und da wirklich auch stark hinterher ist. Und es geht natürlich nicht anders als suchen, wenn man seine Sammlung entsprechend vervollständigen möchte. Klar, man kann sich auch Zeit lassen, Geduld ist auch immer wichtig, aber das ist schon ein Punkt, der einen zermürben kann. Nehmen wir mal das so hin. Das ist so das, was ich jetzt dazu sagen kann. Zweiter Punkt bei Peter war Platzmangel. Ja, okay, den muss ich zugeben. Ich bin da einer, der hat Platzmangel. Ich habe mehr, als ich ausstellen kann. Ich kann leider nicht ausstellen. Ich habe auch sehr viele Interessengebiete. Und wer meine Pickup-Videos gesehen hat, von mir und meinem Bruder, die 9 Stücke in der Sammlung, der weiß, alles unterzubringen ist nicht leicht. Ja, und es ist wirklich schwer. Manchmal, den Platz auch zu schaffen. Klar muss man aussortieren und ich bin jetzt nicht einer, der sagt, auch wenn ich das als Kind eben halt hatte, wenn du was Neues willst, dann musst du Platz schaffen. Mittlerweile habe ich auch so Sachen, wo ich sage, das sind so die wichtigen Sachen, die ich haben möchte und wenn da was Neues hinzukommt, dann ist mir das persönlich manchmal egal. Das heißt, ich denke nicht unbedingt über den Platz nach, den ich dafür benötige, aber ich weiß, dass ich ihn haben müsste eigentlich. Und man müsste immer eine neue Wohnung haben und ich glaube auch, der Punkt ist, egal wie groß die Wohnung wird, ich meine, es sei denn, man ist Multimillionär, aber dann würde man wahrscheinlich Autos sammeln und dann könnte auch die Garage nie groß genug sein. Somit denke ich, ist das immer eine Frage der Sicht und ob man sich selbst im Griff hat. Vielleicht geht es nicht anders. Ich meine, manchmal möchte man seine Bücher haben. Ich bin ja auch einer, der so Mangas sammelt. Da habe ich jetzt bei One Piece gerade 100 Bände bekommen. Das ist natürlich, sind mehrere Meter Regal, wenn man das so will. Ob man die noch ein zweites Mal liest, aber manchmal sollte man sich ja fragen. Liest man sie einmal, liest man sie zweimal? Klar, man kann auf digital im Buchbereich gehen. Ich bin ja nicht so einer. Ich habe gerne die Bücher in der Hand und ich habe auch viele Kindheitsbücher. Ich muss aber auch sagen, ich habe da auch stark mal ausgedüngt. Ich hatte sehr, sehr viele Filmromane, weil ich ein großer Filmfan bin und habe dann wirklich jeden
Serienfilmroman, den ich in die Finger gekriegt habe, auch gekauft. Mittlerweile sind wirklich das in dieser Hinsicht reduziert auf die Stücke, die Filme oder Filmromane, wo ich die Filme auch eine besondere Verbindung zu habe oder Originalromane, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Ja, es ist gar nicht so einfach. Platzmangel, glaube ich, ist der Punkt, der einen auch nerven kann. Also, weil man stellt sie auf den Boden, man stellt sie in den Karton, man stellt sie in den Keller und möchte sie eigentlich woanders hinstellen, aber man möchte sie auch haben. Das ist so dieses, ich glaube, das ist das auch, was man eben halt so ein bisschen, was so wichtig ist für einen, dass man das wirklich auch überhaupt in der Sammlung hat. Und wenn man die Chance hat, ja, dann stellt man das hin. Ich habe auch so, dass ich manchmal neuere Stücke erst ein bisschen mehr hinstelle, dann und wieder wegpacke, damit die wiederum andere neuere Stücke hervorgehoben werden können. Platz ist eine Kunst für sich. Und ich bin jetzt nicht der, der sich komplett da trennt von Sachen, nur darum, ich den Platz zu haben, weil irgendwie liegt mir auch meine vielseitige Sammlung an, und da liegt mir was. Der nächste Punkt, Punkt 4, Finanzen. Es wird immer Geld, muss Geld ausgegeben werden. Man kriegt die Sachen nicht umsonst. Ob nur Buch, Spielzeug, Retro-Toy. Und es gibt die normalen Käufe, sage ich, wenn ihr, wie gesagt, meine Pickups gesehen habt. Ich kaufe eine aktuelle Transformers-Figur. Da bezahle ich den normalen Preis. Klar, es kann sein, ich bezahle in 4 Monaten gebraucht irgendwo, auch verpackt, die Hälfte. Es kann aber auch sein, ich bezahle das Doppelte. Also in dem Sinne sind Finanzen natürlich immer was, wo man nicht drumherum kommt. Bücher, gut, dasselbe. Man möchte das Buch haben, aber da bin ich auch schon ausgewählter. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man seine Finanzen im Griff haben muss. Und dann kommt es gerade, wenn es Bezug auf Sammlungsteile geht oder ja wirklich Retro-Sachen zum Beispiel, die out of print sind, wo die Preise gerade vielleicht in die Höhe geschossen sind oder was seltenere Stücke sind, die wirklich nur im Ausland existierten oder die hier wirklich selten war. Also ich möchte zum Beispiel gerne von Captain Future noch verpackt ein paar der Fahrzeuge haben, die Future Comet, den Cosmoliner. Ganz ehrlich, da blätter ich 500 Euro locker hin in Verpackung. Das ist eine Sache, die man sich überlegt und da muss man natürlich das Finanzen auch haben. Man kann dann einmal ein Konto führen, wo man von verkauften Sachen, von Sachen, die man wirklich abgibt, dass man nur von dem Teil nimmt. Aber ganz ehrlich, manchmal ist dieses Konto, was man oder dieser Betrag, der vielleicht da übrig ist, den man zur Verfügung hat, nicht immer dann zur Verfügung, wenn man gerade mal dieses Angebot eines Toys oder so oder besonderen Teils für eine Sammlung findet oder wenn es einem angeboten wird. Das heißt, man greift dann doch schon auf seine normalen Haushaltsfinanzen vielleicht zu. Was man noch ein bisschen im Griff haben muss. Man kann sich ganz schnell verschulden, Kreditkarten werden ganz schnell beansprucht und gerade die Amerikaner sind ja Meister da drin, mit den Kreditkarten zu übertreiben und wirklich mehr von Kreditkarten, andere Kreditkarten zu bezahlen. Und diese Sache, das sollte man doch schon im Blickfeld haben. Und gerade bei den höherpreisigen Sammlungsstücke, da muss man sich wirklich im Griff haben. Denn man ist verleitet, dieses Stück, dieses vielleicht mit der Kindheitsverbindung wirklich mal zu haben. Es wird einem super Stück dann angeboten. Der Preis ist hoch, aber vielleicht fair. Das ist nicht einfach. Also das kann einen auch in die Bredouille bringen und einige auch gerne in den Ruinen, dass die vielleicht die Miete drunter leidet. Kann man sehen. Punkt 5 bei Peters Video war unter Druck. Man setzt sich selbst unter Druck, gewisse Teile zu finden. Das habe ich ja schon kurz anklingen lassen. Immer suchen, man ist immer auf der Suche. Man setzt sich unter Druck. Habe ich heute schon eBay gecheckt? Habe ich schon Kleinanzeigen gecheckt? Die Portale, wo man in Gruppen ist, vielleicht, ob nun auf WhatsApp oder auf Facebook. Man ist ständig am Gucken. Man setzt sich unter Druck, ich möchte das unbedingt haben. Und das kann sein, bei mir ist es jetzt nicht ganz so, aber ich glaube, es kommt bei mir, ist es schubweise. Man denkt mal speziell an etwas, wo man sich, was einen dann erfreut und dann nimmt man das dann auch in Kauf, dass man dann kurz guckt, wo eine Zeit lang, wie finde ich das? Bei mir war es mit dem Battle Beast, ich bin da gerade angefixt gewesen, habe ich geguckt, wo ist was angeboten und dann habe ich auch ein, zwei Schnäppchen gefunden und man hat aber schon täglich 5-6 Mal geguckt und ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich wirklich, ich glaube 100 Mal meine Kleinanzeigen Stichworte eingegeben habe, um zu gucken, ob die Toys, die ich suche, die Battle Beast zum Beispiel, vorrätig waren oder angeboten wurden, besser gesagt. Man kann sich unter Druck setzen und das kann auch schlaflose Nächte bedeuten. Gleich nachts agieren, weil man doch die Angebote haben möchte. Oder auch die Games und so weiter. Das ist ja auch alles. Da macht man sich selbst eigentlich fertig. Ich glaube, da kann man auch in Depressionen verfallen. Das ist alles möglich heutzutage. Also, und unkonzentriert, das sind so die Dinge. Würde ich mal sagen, wenn man unter Druck ist, ist das gar nicht so einfach. Aber es ist möglich. Der 6. Punkt ist die Halbwertzeit. Also ein Spielzeug,
das vielleicht an Qualität verliert. Sei es nun durch den Zustand, dass Plastik sich verflüssigt, dass Blister verdunkeln. Also ob man dann noch sie in der Sammlung haben möchte. Ich meine, Grading nehme ich jetzt mal außen vor. Das gibt auch da Probleme, wenn man zum Beispiel bei G.I. Joe-Figuren oder bei He-Man mit den Beingummis das bedenkt. Wenn die Figuren sind original 1985 rausgekommen. Wenn man jetzt hochrechnet, das sind weit über 30 Jahre. Da können sie sich natürlich auflösen. Und selbst in einer gegradeten Verpackung plötzlich liegen die Beine lose. Das gibt es auch. Also in dem Sinne ist das immer ein Risiko. Und ich glaube, man darf sich da nicht verrückt machen lassen. Ich bin ja auch nicht der, der die perfekte Figur nur in mein Regal stellt. Also klar, wenn ich sie bekomme und wenn ich die Möglichkeit habe, sage ich nicht nein. Aber ganz ehrlich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, also ich bringe es teilweise nicht mal übers Herz, mehr eine aktuelle Transformers-Figur auszupacken, weil ich sie auch schön finde in der Box. Also in dem Sinne, klar, würde ich die alten und nicht unbedingt auspacken. Egal, ob sie zerknickt sind, körperlich. Klar, vielleicht wenn sie auseinanderfallen, würde ich sie vorsichtig doch auseinandernehmen. Blister würde ich immer das Plastik vorsichtig abschneiden, nicht abreißen, nur weil der Karton alt ist oder so. Man hat natürlich Verluste in Halbwertzeit. Also das kann auch ein Wertverlust sein. Man kann eine super Figur haben. Ich habe auch von Transformers einige Sealed-Figuren, wo das Blister verbleicht. Für einen persönlich, glaube ich, ist dann der Wert, diese Halbwertzeit nicht so ein Problem manchmal, weil man vielleicht auch mit dem Teil was verbindet. Man kann es auch schützen. Also ich gebe auch ehrlich hier nochmal den Tipp, denkt über Schutz nach bei, wie gesagt, Sammlerschutzhüllen bei Toyboxen oder auch bei On-Card-Figuren. Es lohnt sich vielleicht auch eine gute Vitrine, ein gutes Regal, wo man das schützen kann. Also das ist auch, denke ich, etwas, was auch Platz wegnimmt, aber was auch ins Geld gehen kann, wenn man den Schutz entsprechend in beide Richtungen eigentlich. Man gibt Geld für Schutz aus, was sich durchaus lohnt, auf Zeit gesehen, und man kann so die Halbwertzeit verringern. Also es ist natürlich schwierig. Und ganz schwer ist auch, was macht man mit den Figuren? Also nehmen wir Mask, wo die Masken dann zerbröckeln, zerfallen. Figuren, die aus Weichplastik sind, wo es anfängt zu kleben, weil der Weichmacher austritt. Das ist alles etwas, was natürlich sehr schade ist. Und das passiert mit der Sammlung. Aber ich glaube, das Risiko muss man eingehen. Das ist eine Schattenseite der Sammlungsstücke. Aber entweder geht man das Risiko ein oder nicht. Und man kann auch sich entsprechend vorbereiten, die vielleicht in eine Box packen, die Figuren, die anfangen zu kleben, so wo die drin stehen können, ohne dass da Staub rankommt. Die Masken vielleicht nicht mehr bei Mask auf die Köpfe setzen, sondern die Masken einen kleinen Ständer daneben. Ich habe auch so kleine Ständer mir gekauft, wo ich die Figur neben ihrer Maske stehen habe. Man kann auch was dagegen tun, aber es kann einen auch verrückt machen, wenn man nicht aufpasst, weil die Sachen kaputt gehen. Als letzten Punkt wurde angeführt, also letzten Punkt und Punkt 7, was passiert mit den Sachen im Worst Case? Wenn man stirbt, wenn man vielleicht auch das Geld braucht, ist man bereit, die Sachen zu verkaufen? Ich glaube, das kann, einerseits sagt man, ja klar, ich gebe es aus, verkaufe die Sachen dann, wenn ich brauche das Geld. Es kann einen aber auch rückwirkend wieder zermürben, weil man etwas abgibt, wo man dran gehangen hat. Und wenn man dann nichts Gleichwertiges, ich sag ganz ehrlich, im Tausch bekommt, vom Gefühl her, das mag was anderes sein. Das kann sein, dass man die Fokus auf was ganz anderes legt und dann man sich wohler fühlt. Aber es kann auch sein, dass man eben halt sich damit kaputt macht auch einfach. Wenn man die ganze Sammlung einfach abgibt, komplett vielleicht sagt, ich sammle nicht mehr. Und wenn man nicht mehr sammelt, dann kann es sein, dass man die Sachen, ja, dass man was vermisst. Also man sollte dann schon besondere Stücke, bin ich der persönlichen Meinung, auch zurückbehalten. Von 5 Vitrinen auf eine reduzieren. Die Punkte oder die Dinge aus der Sammlung vielleicht noch behalten, die Kindheit mit bedeuten, die einen besonderen Stellenwert haben, sag ich mal. Das ist vielleicht auch etwas, was man dann zurückhalten sollte. Anderer Punkt, da auch, was passiert, wenn man stirbt? Ich glaube, bei mir wird ein großes Chaos. Jemand muss das aussortieren und das ist dann, hat das Gefühl natürlich, wenn einer nicht mit der Wertschätzung kommt, dass man für wie ein Messi gehalten wird. Das wird einfach nur verramscht, rausgeschmissen und das war's. Und es sind ja viele Schätze dabei. Wie kommt das dem zugute? Man kann natürlich jemand, der keine Ahnung hat, nicht erklären, oh, hier habe ich Schätze, die kannst du gut verkaufen, da hast du wieder Geld mit. Das sehen nicht alle so. Das ist auch der Punkt. Also, ich glaube, es ist eine Sache,
man kann natürlich sagen, ach ja, wenn ich mal irgendwann bin, muss ich alles abgeben. Vielleicht hat man selbst dann den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich reduziere alles auf 90%, von 90% auf 10%, dass man selbst sich von den Sachen noch trennt, wenn man kann und noch, was man da hat, noch gut zu leben, dass man wirklich nur noch die Schmuckstücke behält. Aber wenn natürlich einer einfach vor vollendete Tatsachen gesetzt wird, das ist schon schwierig. Ich kann mir das gut vorstellen, dass einige da auch dran verzweifeln können von unseren, die meinen Nachlass vielleicht lösen müssten. Ich meine, das wird, glaube ich, schwierig. Und ich habe gemerkt, ich habe einen Punkt eben übersehen in der Reihenfolge. Das war Punkt 3. Wir sind von 2 auf 4 gleich gewandert, vom Platzmangel auf Finanzen. Es geht noch um den Punkt Lückenfüller. Ich glaube, jeder hat in seiner Sammlung Stücke, die er mitkauft, die er, ich spreche jetzt nicht, wenn man jemanden Lot aufkauft und dann ein paar Sachen hat, aber auch so, wo man sagt, okay, komm, ich habe nur Kurzinteresse dran. Und dann hat man diese Sammlung oder diese Objekte mit eingepackt. Dass man die natürlich vielleicht dann irgendwann verkauft, weil die auch Platz wegnehmen. Ich glaube, das passiert jedem. Bei mir war es wirklich so mit Transformers. Ich war ein großer G1-Fan und es gab Phasen, das war so in den 90ern, da war das Internet noch nicht so verbreitet. Ich war auch noch nicht so fixiert drauf. eBay, glaube ich, gab es gar nicht 1996. Wahrscheinlich irre ich mich jetzt, aber es war für mich jetzt nicht so ein Kaufpunkt. Und da gab es dann Transformers Beast Wars um diese Zeit. Erstmals gab es wieder neue Transformers-Figuren. Da habe ich auch gekauft. Und das war aber auch trotzdem persönlich bei mir nie meine Serie. Ich habe sie auch gekauft dann und wollte sie haben, ausgepackt. Nur weil ich das alte wieder haben wollte, das alte Feeling eben halt. Das gibt es auch. Und ich habe mich auch von hier in diesen Dingen wieder getrennt. Ich habe eine Zeit lang wirklich, und ich trenne mich immer noch von einigen Transformers-Fahrzeugen, die ich gekauft habe von anderen Serien, weil ich einen neuen Transformer haben wollte. Anstatt doch gleich den Fokus drauf zu legen, hey, ich kaufe mir lieber die Stücke zurück, die ich haben möchte von G1, dann über eBay und Co. Aber da bin ich viel zu spät erst auf den Trichter gekommen, gebe ich ganz ehrlich zu. Man hat dadurch auch Lückenfüller oder Frustfüller. Das ist auch der Punkt, dass man doch aufs Frust, doch teilweise mal, weil man möchte was Neues haben in der Sammlung, dass man sich diese Stücke kauft. Und man trennt sich dann ja auch leichter von ihnen. Also ich denke, da gibt es immer mal Dinge, die man sich aus der Sammlung rausstreichen kann. Fahrzeuge, Games, weil man sie einfach nur kauft. Und mir fällt es auch leichter, manche, bei Filmen zum Beispiel, ich gehe über den Flohmarkt und sehe, okay, das ist ein Film, der kostet mir jetzt 1 Euro, die nehme ich mit, auch wenn ich nur einmal gucken möchte. Liegt vielleicht auch daran, dass ich noch immer sehr physisch geprägt bin und nicht gucke, okay, läuft der jetzt hier irgendwo auf einem Streaming-Sender. Ja, das ist so das Ganze. Das sind so die Punkte, die der Peter jetzt angesprochen hat. Ich möchte das Video von Peter Petendo zu Schattenseiten des Sammelns, findet ihr in der Infobox. Ich möchte noch ein paar meiner eigenen Gedanken hinzufügen, ohne die Punkte. Ich habe nämlich auch nochmal überlegt, wie ich die Dinge sehe. Die Schattenseiten, die ich auch darin erkenne, sind zum Beispiel, dass gekaufte Stücke eine Art Ersatzbefriedigung darstellen. Man ist vielleicht gefrustet, der Tag ist schlecht gelaufen und man findet Dinge, die einen interessieren und man kauft sie sich als, in dem Sinne als Belohnung, als Glücksmacher. Und so sammelt sich auch sehr viel an. Also man hortet dann auch ein bisschen. Ich glaube, man kann auch in Horten verfallen, dass man die Dinge einfach kauft, nur weil man die dann in der Sammlung haben möchte. Man möchte vielleicht von dieser Toy Wave alle Fahrzeuge haben, alle Figuren haben, auch wenn dir 5 von 10 überhaupt nicht gefallen. Du kaufst sie trotzdem. Also man sammelt diese schnell an, nur weil man es erstmal haben möchte. Oder man möchte komplettieren. Ich hatte auch eine Phase, habe ich Soundtracks gesammelt. Ich sammle immer noch Soundtracks, aber da habe ich jeden Soundtrack, der mir in die Hände kam, ich habe ihn gekauft und das war's. Mittlerweile habe ich sehr stark reduziert. Ich habe immer noch sehr, sehr viele, aber ich habe bestimmt hunderte, die ich abgebe und immer noch abzugeben habe, wo ich einfach nur komplettieren wollte. Ich wollte den Komponisten komplett haben, weil ich es als Komplettist haben möchte. Aber das ist auch Schwachsinn. Man sollte das auf die reduzieren, die man auch mag, die Filme, die Verbindung davon. Das ist so das, in der Richtung bin ich schon stark und reduzieren. Und das ist aber auch der Punkt, den ich habe. Man möchte komplettieren, man möchte das haben. Und damit fängt ja auch dann wieder das an, was wir schon in den vorigen Punkten haben. Übersuchen, Platzmangel, Lückenfüller sind das in dem Sinne auch. Und dadurch neigt man zu Übertreibung. Man übertreibt einfach das zu kaufen. Und dadurch kann es zu einer Sucht entstehen. Kaufsucht ist eine anerkannte Sucht. Und die kann auch bei Toysammlern im Game-Bereich und überhaupt als Sammler auftreten, weil man, wie ich sagte, es eine innere Befriedigung gibt. Der letzte für mich wichtige Punkt bei den Schattenseiten ist, wie sehen andere mich? Wenn ich Gäste habe, ich habe 2 Seiten da auch schon erlebt von Gästen. Es gab Gäste, die, man kann ihnen Stücke zeigen, die sind begeistert, die sehen in deinem Regal, oh, das habe ich in der Kindheit auch gehabt, ach, ist das toll, das mal wieder zu sehen, ach, das höre ich gerne, diese Musik habe ich mal gehört, den Film habe ich auch gerne, all das gibt es auch.
Und das ist natürlich etwas, was das Sammlerherz erfreut, wenn man diese Sachen hört. Das ist die positive Seite. Aber das sind nicht unbedingt dann auch Sammler. Die freuen sich in dem Moment. Viele denken auch, hast nicht zu viel. Ich habe das auch schon gehabt. Hast du zu viel? Nicht davon und so weiter. Es reicht doch, die eine Kindheitsfigur zu haben oder so. Die hinterfragen das, weil sie damit auch keine Verbindung sehen. Einige sehen ja auch gar keinen Sinn da drin. Warum soll ich etwas sammeln? Das ist was für Kinder. Ich habe Freunde gehabt, die sagten, ich gehe nicht mal in die Spielzeugabteilung, obwohl sie Kinder hatten, weil das ist was für Kinder. Da können Kinder sich austoben. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin erwachsen. Und das ist so dieses andere Verständnis, wo man auch Gegenverständnis haben sollte vielleicht. Und dann habe ich aber auch schon erlebt, dass Leute, wenn man etwas mehr von etwas hat, damit nicht zurechtkommen. Ich habe jemanden gehabt, der die Gamesammlung bei mir gesehen hat und nicht begreifen konnte, dass man so viele Games überhaupt haben kann. Und diese Person ist wirklich fast durchgedreht. Das ist kein Witz, die ist fast durchgedreht. Die brauchte echt einen Kaffee, um sich wieder zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob der Kaffee so gut ist bei Beruhigung. Aber egal, es brauchte diesen Kaffee, weil es eben halt ihr Verständnis bei dieser Person zu viel war. Und das ist auch oftmals dann so, gerade wenn man in Partnerschaften ist, da kann es auch Streit geben, weil der eine sammelt, der andere, der kann damit nichts anfangen und man muss einen Mittelweg finden. Und ich glaube, Kommunikation ist hier schon sehr wichtig und ich will jetzt kein Paartherapeut sein, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich möchte einfach nur mal ein bisschen sagen, dass dieses Verständnis so verschieden ist und einige das jetzt negativ sehen, das ist doch Schwachsinn, das Geld da einzusetzen. Gebt das lieber in ein Haus, in ein Auto oder was auch immer aus. Aber man darf auch nicht vergessen, die geben auch Geld in anderer Hinsicht vielleicht aus, kaufen sich auch irgendwelche Sachen, die nicht, wofür du für deine Sammlung verzichtest. Der eine geht vielleicht jedes Konzert besuchen und du sagst, mir reicht die CD oder ich sammle die CD, dafür kaufe ich mir 3 Figuren oder so. Das ist all das, wie man natürlich auch mit den anderen Menschen zurechtkommen muss. Aber man kann schnell als Sammler in eine Schublade gesteckt werden. Und ich habe es im Fernsehen gesehen, da brauchte jemand im Regal nur 5 bis 10 DVDs haben, dann war er schon der Filmfreak, der Sammler von Filmen. Da können viele Sammler, die mir jetzt wahrscheinlich zuhören, ein Lied von singen, dass das nicht so viel ist. Ne? Dass es wirklich andere Seiten gibt. Und auch für Gamescom, die Gamer werden schlechter dargestellt, weil ja, sie sind schmutzig, die sind eben halt Freaks. Ja, so sind wir halt. Wir sind Sammlerfreaks. So, mir fällt mir jetzt gar nicht ein. Das waren meine Gedanken zu den Schattenseiten des Sammelns, angeregt von dem Video von Peter Petendo. Ja, schaut euch das auch mal an. Mein Podcast hier ist vielleicht ein bisschen lang für euch und ihr habt trotzdem Spaß gehabt, mir zuzuhören. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, sei es nun in meinen Videos oder auch in einem Podcast, der vielleicht auch irgendwann mal wieder kommt. Deswegen freue ich mich, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo, wenn ihr wollt, und kommentiert. Sagt mir eure Gedanken zu diesem Thema. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.